So, willkommen bei Part Nummer 5 unseres Half-Life 2 Let's Plays. Gestern haben wir Alex und Eli und Mossman und Kleiner wieder gefunden in Black Mesa Ost. Da haben wir auch den netten Doc kennengelernt. Nachdem wir dort angegriffen wurden, sind wir weiter geflüchtet nach Ravenholm, wo wir den charmanten Vater Gregorius oder Gregory kennengelernt haben, der uns hier durch die Stadt begleitet und hier scheinbar als eine Art ja, Pfarrer die Seelen der Zombies befreien möchte, indem er sie alle tötet. Sehr charmanter Mensch. Aber mal gucken, wo uns diese Folge heute hinführt. Ich habe auch noch kurz durch mögliche Achievements geguckt. Ich habe mir jetzt nicht mal ansatzweise gemerkt, was es alles gibt, aber eins ist mir noch im Gedächtnis hängen geblieben. Durch ganz Ravenholm, nur mit der Gravity Gun. Haben wir logischerweise schon versaut. Ich meine, ich baller hier die ganze Zeit rum, aber BTF. Aber nichtsdestotrotz machen wir dann auch normal weiter und steigen jetzt nicht auf eine andere Waffe um oder auf die Gravity Gun. Aber es ist bestimmt mal lustig, hier nur mit einer Gravity Gun ruhig zu gehen. Ich meine, womit hätte ich den jetzt zum Beispiel besiegt? Ich hätte mir irgendwas mitnehmen müssen. Aber gut, hier gibt's Waschmaschinen, damit kann man natürlich einiges erschlagen. Ah, auf jeden Fall lustig. Vielleicht mache ich das im Anschluss noch. Andererseits gibt es natürlich auch noch diverse Half-Life 2 Episoden, die man auch noch durchspielen könnte, bevor man auf Achievement-Jagd geht. Mal gucken, ich habe mir da noch keinen größeren Kopf gemacht. Je nachdem, was die Zeit, welche Zeit ich mir dann dafür nehmen möchte. Waren das nicht mal gleiche Munition für die beiden Waffen? Naja. Ein lustiger kleiner Berg. Oh, fällt ja gar nicht so auseinander, wie ich gehofft habe. Naja. Da waren wir drin. Genau, nach oben. Ah. Ah, die Headcrabs kriegt man auch noch tot, ohne mit irgendwas drauf zu werfen. Braucht aber auch immerhin drei, naja, Schuss. Here, brother. Come closer. You've stirred up hell. A man after my own heart. Here, I have a more suitable gun for you. You'll need it. Catch. Good. Now, keep it close. My advice to you is, aim for the head. Hush. They come. There is no rest in Ravenhorn. Move on and I will meet you at the church. Hey, wobei ich lieber seine Rifle hätte, aber immerhin hat er uns jetzt mit einer Shotgun versorgt. Das ist doch auch schon eine nette Geste. Der sitzt da aber gut. Sieht sehr gequält aus. Bestimmt kein sonderlich schönes Ende. Ah, überall hängen sie rum. Naja, gut, wollen wir mal weiter. Wo sind die denn gerade hochgeklettert? Achso, an dem Rohr sind die Zombies geklettert. Ach, die Tür geht auf, jawohl. Tür, an denen man die Türklinke so etwas hervorgehoben sieht, die kann man öffnen.
Na? Er fährt aber auch schnell hoch, der Fahrstuhl. Wahrscheinlich hätten wir unten wohl schneller selber laufen können. Aber was soll's. So, Knöpfchen drücken. So laut ist der Fahrstuhl gar nicht, aber dennoch scheucht er alles auf. Grausam. Ah ja, fahrt mal runter, das kommt mir sehr gelegen. So. Oh, was ist das denn? Er zeigt sich nicht sonderlich beeindruckt. Das ist mein. Das ist der schlimmste Zombie-Gegner, den ich finde. Die Viecher sind gar nicht so schlimm, also das Gift ist zwar nervig, aber man heilt sich ja hinterher automatisch wieder hoch. Man ist nur währenddessen sehr verwundbar. Was auch schon nervig ist, aber nicht weiter schlimm. Weil die Viecher, die brauchen halt so unglaublich viele Schüsse, bis sie endlich verreckt sind. Macht ein Geräusch, als würde die aufgehen, aber die Tür geht nicht auf. Verarschen will sie mich. Okay. Wenn ihr gerne durch Fässer sterben möchtet, kann ich das. Wo kann ich euch den Wunsch erfüllen? Ja, wer schreit denn da so? Hm. Aber wo kommst du denn her? Ah! Komm, noch eins. Reicht ja immer noch nicht. Oh ja, da ist noch eins. Das werfen wir immer noch in den Kopf. Ah, das hat gereicht. Oh, hier eine Falle an. Oh. Das habe ich mir etwas besser vorgestellt. Brauchen auch drei Schüsse. Also sofern man da von Schüssen sprechen kann, aber... Ich habe ein Geschenk für euch, es leuchtet rot. So, ruhig da. Krawoms. Okay, mal gucken, wo es weitergeht. Sieht hier nicht ganz richtig aus. Aber da vorne konnte man auf ein Dach. Das ist doch immer gut. Ah, verzieht sich. Auch nicht so ein Viech. Wenn den kannst du den Viechern kannst du eine Granate auf den Kopf schmeißen, das stört die nur wenig. Fällt auch nicht runter. Hallo. Aua. Ist doch nicht. So. Ach. So. Meine Güte. Weg mit den Viechern. Hängt da sehr schön. Sieht gut aus. Hier ist eine Leiter hoch. Mal gucken. Kommt von da schon drüber. Nö, wir müssen hier noch weiter klettern. Alles klar. Klettern wir weiter. Ja, aber noch eine kleine Kanzel unseres Pfarrers.
Roms. Da haben wir noch wieder so einen angenehmen kleinen Zeitgenossen. Zeigt sich etwas unbeeindruckt. So. Okay, ich sehe gerade, wir hätten wahrscheinlich diese Plattform irgendwie in Betrieb nehmen müssen. Dann könnte man da jetzt rüberspringen. Okay. Oh, komm doch. Ja, gut, fall halt allein runter. Ich hätte dir sonst gern geholfen. Gut, dann müssen wir die wahrscheinlich hier, wo wir gerade schon mal waren, irgendwie einschalten. Mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Schalter finden. Dupp-di-dupp-di-dupp. Schalter, Schalter, Schalter. Nix. Schalter, Schalter, Schalter. Scheinbar nix. Okay. Ups. So. Wo geht's denn dann weiter, wenn nicht dort? Da oben kommen wir bestimmt hinterher erst hin. Wie kriegen wir das lustige Rad hier ans Drehen? Ich meine, da hinten ist die einzige Stelle. Ups, das war. Hier ist die einzige Stelle, wo das Rad endet. Und das sieht aus wie so ein. Als würde man das von hier kontrollieren können, aber ich bin gerade zu blöd zu sehen, wo man das einschaltet. Nein, du wirst sterben. Hier ist auch nichts mehr. Ups. Kommt ihr denn schon wieder her? So. Brav, brav sterben. Macht ihr gut. Ich bin stolz auf euch. Ach, den Sprung schafft man auch so. Na gut, dann geht's halt so weiter. Gerade nicht. Ich wollte gerade noch eine Theorie ausprobieren, aber dann halt nicht. Father, forgive me for that I have sinned. Jetzt hat er auch mehr. Achso. This is the wrong side of town for you. Did I not tell you to seek the church? Mend your ways before it is too late. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo die Kirche ist. Ich bin einfach linear dem Leveldesign gefolgt, aber okay. Ah, für den brauche ich zwei Schuss. Hat nicht einmal Nachladen für alle gereicht. Wenn ihr mir was entgegenwerft, werfe ich auch was entgegen. Warum haben wir ja nicht gewettet? Ach, guck, dann halt eine Heizung. Wie wär's mit dem Tisch? Und jetzt gibt's nochmal richtig Haue. Mit dem Stühlchen in die Schnauze. Stuhl ist ineffektiv. Hallo, du sollst brennen. Gut, warte. Nein. Ach, verdammt daneben. Die nehmen wir jetzt mit. So. Habe Säge, suche Leute, die sie ausprobieren möchten.
Hier gibt es ja zwei Wege. Welchen Weg möchte ich denn jetzt gehen? Hier kann man hoch und da kann man runter. Nein. Ach, geht doch weg. Alles tot. Sieht so aus. Hier oben gibt es nur Gegner und nichts zum Aufsammeln. Das ist ja auch enttäuschend. Das hat man doch sonst nicht. Meine Erwartungshaltung gegen ein solches Level-Design ist eine komplett andere. Okay, und wo bringst du den Keller hin? Danke, du Arsch. Hat er mich da runtergeschubst. Dann darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Oh, gut, so lange war der gar nicht. Hä? Aber hier war doch irgendwo der Keller. Was habe ich jetzt wieder da? Da war ich scheinbar auch schon mal drin. Ach, das ist die Tür, die man vorhin nicht aufgekriegt hat. Ah, gut. Sehr gut. Jetzt wissen wir auch, was hinter der Tür ist. Oh, wieder was gelernt. Vom Bernd. Ladescreen war jetzt aber verkehrt, ne? Den wollte ich jetzt nicht sehen. Genau, da geht's hoch. Jetzt haben wir es wieder. Back on track. Hallo. Oh, guck mal, deswegen sind die Giftzombies so gefährlich. Ich glaube, das war Tod Nummer 3. Zumindest habe ich mir vorher noch keinen anderen notiert. Eieiei, das war gemein. Das war echt... Da haben sie gut zusammengespielt, die beiden. Als hätten sie es geplant. Wie weit die das auch werfen können. Wie weit er die Giftzombies auch werfen kann. Bis aufs Dach hier rauf. Ich möchte nicht mit euch spielen. Mein Aiming war auch mal besser. Aber mit Hitboxen hat das alle noch nichts zu tun. So, dann müssen wir da wahrscheinlich... Ja, da vorne kann man wahrscheinlich durch die Tür. Ups, das war. Olle. Komm hoch da. So. Dupdi-dupdi-du. So. Türchen auf. Schönen guten Tag. Niemand zu Hause. Na gut. Weiter nach oben. Hier gibt's halt nur ein bisschen HP. Ah, there you are. At last. I will send the cart for you, brother. It will be but a moment. Patience, brother. Guard yourself well. So, von wo kam jetzt das Gebrülle? Hier haben wir einen Schalter. Kann man noch nicht betätigen. Warum nicht? Oh, wir kriegen Besuch. Guten Tag. Hallo. Was hat er gerade gesagt? Ich habe gerade schon wieder... Macht das jetzt erstmal fertig, ja? Ah, da fährt die Bahn, sehr gut.
Leichte Verspätung, aber das kennt man von der Bahn, ja. Bin unterwegs, Vater. Ja, du kommst mir nicht mehr an mich ran. Greetings, brother. And so we meet at last. You are to be commended for avoiding my traps. The work of a man who once had too much time on his hands and now finds time for nothing but the work of salvation. I suspect you have little wish to remain in Ravenholm, so I will show you to the mines. As for me, a shepherd must tend to his flock, especially when they have grown unruly. Follow me, brother, and tread lightly, for this is hallowed ground. Alles klar. Ich folge dir unauffällig in die Minen. Wir haben deine Gemeinde auch genug dezimiert, glaube ich. Ich hoffe, du bist uns nicht böse. Beziehungsweise wir haben Erlösung gebracht in deine Gemeinde. Oh, guck mal, ein paar Jünger, die uns noch eine gute Reise wünschen wollen. Das ist aber nicht von denen. Ach komm. Return to your true nature. Stay close to me, brother. Return to your true nature. Death. Aim for the head. Nein. Aim for the torso. Rest, my child. Ja, um den kümmerst du dich. Ich bin eher so der fürs große Ganze hier. Sehr schön. Mach heute mit. Ah, nee, den nehmen wir mit. Woe betide thee, child. Your assistance, brother. Was sagt er? Au! Gut, das war nicht die beste Idee, die ich bislang hatte, aber sie war trotzdem gut. Es hat Bumm gemacht und Zombies sind gestorben. Die Idee war doch relativ, war ausgewogen. Ah, und so soll man das Level dann eigentlich auch dann schaffen mit nur diesem lustigen Gerätchen in der Hand. Hä? Das ist eigentlich ein großes Problem. Ich meine, liegt genug Krams rum. Den wollte ich zerteilen. Ach, zerteile ich den. Du bist hinter mir, aber gut, ich folge dir. Zerteilen von Zombies ist gut. Ein Dicker, der mit einem Schuss weggeht? Das ist nie los. Irgendwas ist hier doch im Busch. Mach mal das Tor auf, da sind Hellspugs hinter. Ja. Farewell, brother. I fear I deliver you to a darker place. May the light of lights illuminate your path. The Light of Lights. Ja, gut.
komm bald nochmal auf den Kaffee und Kuchen wieder mal vorbei, hä? Ach, der steht dahinter. Der steht ja im Feuer, der Arme. Der ist auch bekloppt. Ah, wir haben keine. Ich würde ja gerne noch eine Granate hinter die Leute schmeißen, aber. Ich treibe mal den Kill-Counter noch etwas nach oben. So. Ist hier oben noch irgendwie was mitzunehmen? Hello Ground und so? Nee. Hätte ja sein können. Man möchte ja nichts übersehen. Ja, weiter geht's. Ab in die Minen. Hat halt jeder so ein Friedhof, braucht halt ein paar Minen, so, wo die Gebeine liegen, ne? Das sieht nicht wie Wasser unten aus, ergo lassen wir uns nicht komplett fallen, sondern klettern runter. Au. Dann gucken wir mal, wir haben unten schon nette, freundliche Leute, die auf uns so warten. Kann man die auch ein bisschen hier wieder weiter hinziehen? Ja. Na komm hoch. Ja, nee. Na gut. Mal gucken. Sehr schön, ein paar Granaten. Mal alles sprengen. Die ein oder andere Headcrab kriegt man da vielleicht mit. Für alle anderen gibt es Mastercard. Die brauchen wir doch ein bisschen mehr. Ja, wo steht er noch? Ach, daneben. Hier kommen da gar keine Schildkröten raus wie ein DDD. Aus den dicken Dingern, aber gut. Nein. Ja, ist hier. Nein, so. Wieso wie hier? Tüpti-du. Ach, geht noch weiter runter, hä? Nein, ich wollte doch eigentlich da noch eben rüber. Na gut, dann nicht. Ich habe die Taschenlampe benutzt, ich habe nicht so viel Luft. Ist das so ein Viech? Kann uns das eben hochhelfen? Oh ja. So. Ups, das ab. Wir müssen aber weiter nach oben, oder? Ach verdammt, ich hätte es noch nicht erschießen sollen. Naja, gut. Geht das gar nicht hier weiter? Hä? Doch, jetzt passe ich durch. Na gut. Ups. Oh oh. Uiuiui. So. Ah ja, klasse Sache. Gut, daneben stehen war jetzt nicht die beste Idee.
Aber wir haben ja ein kleines Hilfsmittel, mit dem wir den Weg uns frei machen können, wa? Wenn es jetzt hier runterkommt wieder, hocken wir uns hier einfach hin und freuen uns. Und jetzt fährt er wieder hoch. Eine geniale Erfindung. So. Da hat mir noch irgendwas gekniffen. Gebissen. Stirb. Ja, da sind wir schon aus den Minen wieder raus. Ah, guck mal, ein Lambda-Symbol. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass wir gerade einige Lambda-Stationen nicht mitgenommen haben. Hallo, nicht zusammenfallen. Ich muss da noch hoch. Ja. 15 von 45. Ich gehe mal davon aus, dass wir schon weiter sein müssten. Aber gut, wir gucken weiter. Mal schauen, wie viele wir am Ende geschafft haben. So, aber hier dran kann ich mich noch gut erinnern. Da sind gleich noch irgendwelche Sniper, oder nicht? Rennt der... Oh, hä? Da hinten wollte er hinrennen. Der wollte mich gar nicht. Was wollte er hier denn? Ist hier was? Yes, oh. Ist noch HP, dankeschön. Aber hier sollten, was ich gerade sagen wollte, gleich auch Sniper sein. Ich kann mich da ganz grob dran erinnern, dass wir gleich die ersten Sniper sehen müssten, oben aus den Fenstern raus. Und in City 17 alle Sniper töten, ist auch ein Achievement. Nur womit kann man die töten am besten? Ah, damit auf jeden Fall. Leider kann man die Sniper Rifle nicht einsammeln, das wäre auch zu schön. Aber mal gucken, ob wir alle von den Viechern erwischen. Wie gesagt, das soll auch ein Achievement sein. Jetzt auch nicht rein. Fällt es auch nicht hoch. Speichern wir erstmal eben ab. Wie kommen wir denn hier am besten durch? Granaten gibt es hier aber zu Genüge, hä? Huh? Mal ruhig mal daneben werfen. Sehr schön. So, die beiden haben wir. Mal gucken, wie viele gibt es denn? Stand leider nicht dabei. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir bei jedem der Sniper. Guck mal, wir kriegen eine neue Waffe. Sehr praktisch. Ich gehe mal davon aus, dass wir bei jedem der Sniper auch einen blauen Strahl sehen und ihn deswegen relativ einfach sehen können, aber meine Theorien sind ja auch oft genug verkehrt. Kein Sniper? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier einer fehlt. Oh, schon da.
So. Noch jemand ohne Fahrschein? Ist da noch irgendwas hinter? Sieht nicht so aus. Dann wollen wir mal das Gelände betreten. Doch, eine sehr schöne Nachladeanimation. Ich kann noch eben raus das Gelände einmal abgehen. Ach, das war schon, da gab es gar nichts mehr. Na gut. Na gut, dann gibt es da halt nichts mehr. Oh! Das war ja ein Teammate. Damit kann ja keiner rechnen. Winston's been hit. Patch him up and get him to the back as soon as he's stable. Das war ich aber nicht, tut mir leid. It's incredible you made it. We've been getting communications from Alex. I'll see if I can reach her again. Follow me. Ja, gleich. Ich muss jetzt noch eine Runde klettern hier. Oh, hier liegt wieder nix. Jetzt wird das schlecht ausgerüstet hier. Over here, Dr. Freeman. Ja, ich stehe neben dir. Nase. It's Leon. We're all clear. And I've got Gordon Freeman. Dr. Freeman, you're kidding. Look, I've been on the line with Alex. Her father's been captured. Over here, Dr. Freeman. Nein. Is indispensable to the liberation. Den holen wir wieder raus, hä? Den Eli. Kann nicht sein. It's Leon. And I've got Gordon Freeman with me. You wanted to take the coast road? He won't last 5 minutes on foot. It's spawning season for the antlions. That's why I called you, Leon. I was hoping you still had the scout car we left with you last summer. The one my dad rigged with the tau cannon. Yeah, good idea. Hold on a sec. Norco, bring the buggy out. Put it on the dock right now. Gordon Freeman will be driving. Will do. I just finished mounting an ammo crate on the back. Good timing. Okay, Alex, we're all set. Ammo crate on the back. Sehr praktisch. I've been on the coast in over a year, but I have no reason to think it's gotten any safer. Meet me in the depot where the trains unload. Take care of yourself, and I'll see you in Nova Prospect. Ja, sicher. Ich passe auf mich auf. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann kann ich ja laden. Das wisst ihr alle gar nicht. Mein dunkles Geheimnis. Restock on ammo, maybe check the map, see where you're headed. There's an ammo supply crate on the back of the car, if that's any comfort. Stay with the car, make use of the thumpers. You'll stand a fair chance against the antlions. I'll radio ahead to let the next base know you're coming. That map is out of date, but you can still see more or less the route to Nova Prospect. Can't vouch for the road, though. We've lost touch with some of the outposts. Exit. Die Map ist out of date. Highway 17. Hello, Dr. Freeman. The car's all ready for you. Hop in and I'll lower you down to the beach. Good, here we go. Mit Turbo und Handbremse. Das ist wieder Spaß. Und das ist auch unser Cliffhanger für diese Folge. Die Zeit ist um. Aktuell 40 Minuten etwa pro Folge. Mal gucken, ob sich das hält. Auf jeden Fall, wie wir mit unserem Buggy weiterfahren werden, das wird sich dann nächste Folge zeigen. Hey, du kannst das Ding noch nicht ankippen. So. Gut, jetzt ging es mit dem Buggy los.
nächste Folge. Danke fürs Zusehen. Und bis morgen. Tschüss.